Asimo und ich, wir hatten das manchmal so uns angewöhnt, dass wir uns gegenseitig um 3 Uhr, 4 Uhr morgens irgendwie aufwecken, weil wir irgendwie Heißhunger hatten. Und um ehrlich zu sein, hatte ich manchmal auch irgendwie gar nicht so richtig Hunger, aber ich habe einfach das so geliebt, dieses Miteinander essen, während die Kinder schlafen. Es war so eher so dieses Miteinander, was man so geteilt hat, ne? Diese 3 Uhr, 4 Uhr morgens Gespräche, die irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Das war alles eigentlich nur Blödsinn. Also es kam eigentlich nie irgendwas Kluges aus meinem Mund raus, aus Simas Mund. Aber es hat Spaß gemacht. Und irgendwie wurde das dann so auch zur Tradition. Wir haben uns dann irgendwie immer öfter abends auf einen Sojagurt oder irgendwie auf Reis mit Sauerkraut geeinigt. Und dann haben wir immer abends irgendwas gegessen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Manchmal haben wir auch Themen gehabt, die wir tagsüber nicht so richtig miteinander bequatschen konnten, aber abends, wenn die Kinder im Bett waren und wir so dann nebenbei so ein bisschen was gegessen haben, konnte man sich dann eigentlich so die Dinge nochmal erzählen. Aber ich würde mal so sagen, das kam wirklich sehr selten vor. 90% war eigentlich nur Blödsinn und Scherze machen. Und jetzt mache ich mal was ganz Altmodisches. Das sind meine Finger, okay? Ich kann mal an meinen Fingern lutschen, wie ich will und wann ich will. Ja. Jeden einzelnen, haha. Jeder einzelne Finger wird gelutscht. So. Das wird jetzt mal gemacht. So. Und dann? Nix und dann. So. Ist schon fertig? Jetzt habe ich genug. Jetzt, das, jetzt, das jetzt, reicht? jetzt kannst du schlafen. Jetzt kann ich schlafen, ich schwöre. Ich schwöre. Siehst du, das meine ich. Kaum ist der Bauch voll, kann man auch schön schlafen gehen. Es gibt nichts Gesünderes. Es gibt nichts Gesünderes, als mit einem vollen Bauch schlafen zu gehen. Das ist das Gesündeste, was man machen kann. Ey, du bist so ein Keck. Hör mal, aber du bist doch selber. Also, da tut es dir doch auch gut. Diese Art hat mich angesteckt von dir. Oh. Was ist? Was ist? So! Das hier. Was ist? Ja, was Finger? Du musst. Krone. Krone. Krone oder Mois? Sei geist das Gleiche. Wir leben schon lange nicht mehr im Dorf, wo man sich eine Krone vom Rat. So ein Stier. Kaugummi. Also, man ziehst du jetzt einen Kaugummi von vorgestern aus dem Zahnfleisch oder was? Keine Ahnung. Ich geh jetzt mal meine Hände waschen. Und mir hast du jetzt keinen mitgebracht? Ha. Danke. Jetzt jeden Zahn einzeln. Oder? Jo, wie schnell bist du? Hast du so eine riesen Lücken? Hä? Ja, das ist voll hart. Und der Unterschied zwischen dir und zwischen mir ist, ich mach das jeden Tag. Bei mir gibt's keinen Zahnstein. Aua. Bei dir deine Zähne bestehen nur noch aus Zahnstein. Ja, Digga. Die sind so eng. Zahnstein! Nein! Rasieren. Hättest du keinen Zahnstein, würde das so flutschen, guck mal. Guck mal, wie viel Stock. Ja, nachdem du den Kalk entfernt hast. Nein. Doch. Natürlich, Junge. Okay. Das hat voll die Riesenzähne. Hä? Das hat Riesenzähne. Was heißt das jetzt? Nix. Hauptsache, du hast das gesagt. Titten unter Coca-Cola. Noch ah, mehr? Es ist am Ende. Ich kennst du es nach dem Essen diese. Tani, Mere. Oh, Jan. Und dann mach ich nochmal rein, Tani? Bin ich behindert? Ja. Wer auf so eine Idee kommt, definitiv. Guck mal. Dieses Zeug ist wie Gift. Und ich glaube, dass Cola. Jetzt kommt's. Wenn man das in so einen alten Benziner reinmacht, das könnte schon einen Kick geben.
Ich glaube, das könnte einmal so richtig Bums machen. Ja. Dann würde einmal der Motor puff, puff. Dann macht der Motor einmal puff, puff, puff und dann ist das Auto im Arsch. Dann haben wir es so. Und dann war das die letzte Fahrt, die dieses scheiß Auto gemacht hat. Ich glaube, das machst du auch nur einmal und nie wieder, ja? Und davon bin ich überzeugt. So, ich glaube, das wird vielleicht funktioniert's, ja? Cola und dann nochmal eine Brause, diese Brause-Dinger reinzumachen, Mentos oder so. Dann gibt's hinten richtig viel Schaum. Und dann kommt ganz viel Schaum raus. Ich schwöre. Das macht ganz kurz einen Bums und dann ist das Auto bebumst. Ich geh eine Runde scheißen. Soll ich auf Klo scheißen? Nein, ich geh mal in die Zähne putzen. Ja, aber und ich soll jetzt wegkommen oder was? Ich nehme jetzt das. Boah, Alter. Und das nehme ich in mein Bett. Als Nachttisch. Dann sind irgendwie so ein paar Tage vergangen. Und Asima hatte auf jeden Fall einige Freundinnen eingeladen. Und die haben da irgendwie einen Frauenabend gemacht. Und ich war an dem Abend noch mit ein paar Kumpels draußen. Haben Pfeife geraucht. Und ich kam dann irgendwie ganz spät nach Hause, war voll am Arsch. Und habe mich dann einfach direkt von der Haustür gerade reingekommen, ausgezogen, ins Bett gelegt und bin dann am nächsten Morgen irgendwie aufgestanden. Und während ich mich gerade fertig mache im Badezimmer und der Toilettendeckel die ganze Zeit zu war, habe ich das die ganze Zeit nicht so richtig gecheckt, was sich darunter so verbirgt hat. Und ich habe meine Zähne geputzt, bin duschen gegangen und ich habe schon, während ich geduscht habe, habe ich schon so einen leichten, ekelhaften Geruch wahrgenommen. Aber ich dachte, vielleicht sind das Pampers, ne? Man geht da nicht davon aus, dass dann die große Überraschung unter dem Toilettendeckel ist, im Klo. Und während ich mich gerade fertig mache, ist Asima gerade dabei, ihren Vlog vorzubereiten. Ihre Kamera stand da auch schon ganz toll im Wohnzimmer. Boah. Asima. Ja. Ist dein Ernst? Was denn? Wie, was denn? Hä, was denn? Mädchen, hast du schon mal auf Toilette geguckt? Nee, warum? Wie? Mädchen, das die ganze Toilette, Kate, der Pascal, Dikosch. Ja. War bestimmt wieder irgendwie von deiner Freundin oder so. Ja, was für eine Freundin, Junge, ey. Wie, was von deinem Mädchen, gehst du jetzt mit dem, wo willst du denn hin mit dem Ding? Hä? Wo willst du mit dem Ding hin? Wolltest du nicht, dass ich reingehe? Ja, willst du die Scheiße aufnehmen oder was? Was machst du denn? Ach so. Was denn? Mädchen, geh doch nicht mit dem Ding dahin. Wir hatten die gekackt, Mann. Ja, ich wär da nicht mit dem Ding reingegangen. Ja, was denn? Wie, was denn? Ja, du hast es schon selber. Ja, immer nur meine Freundin, ja. Ja, was denn selber, was hast du? Junge. Ich war selber, mach mal deine Scheiße nicht weg, oder was? Nein. Ey, Mädchen, Alter. Wer scheißt denn so? Ich schwöre, ich mach's so meine Haare nicht. Ja, dann wasch ab und dann, keine Ahnung. Ja, wie wasch ab, Alter? Wer kackt denn so, macht deine Scheiße nicht weg, Mann? Weißt du, wie oft ich dich dabei erwische, ey? Sure. Was redest du überhaupt für eine Scheiße, Mann? Ich mach meine Scheiße weg. Ja. Ich hab schon die ganze Zeit gemerkt, was stinkt hier so eklig, ja? Ich schwöre, ich mach meine Haare nicht. Ist mir scheißegal, ich mach's meine Haare nicht. Ja, wie, hä? Ja, machst du, Herr Junge, da hast du so einen anderen Spiegel im Schlafzimmer. Ich mach immer meine Haare da. Ich geh jetzt nicht woanders meine Haare machen. Scheißegal. Hä, hey, sonst, wenn du auf Klo kacken gehst, ey, dann machst du die auch, Junge. Naja, verstorben. Warum findest du das lustig? Ich find das voll eklig. Ach so, aber was ich mir mit dir immer antue, ist nicht eklig. Ganz ehrlich, was hast du auch für Freundinnen? Wie eklig sind die eigentlich, ja? Junge. Guck dir erstmal deine. Wer war denn überhaupt alles hier, Alter? Wer kackt denn so? Kennst du wir propagieren Stummkauer? Aber warum kommt es nicht, wenn du selber auf Klo kackst? Sieh mal, ich hab dir gesagt, mach dich jetzt nicht lächerlich. Wenn ich scheiße, mache ich meine eigene Scheiße selber weg. Dann brauche ich nicht dich oder sonst wen irgendwie, damit er. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Kette ich tragen soll. Hm. Mach doch mal die Kacke jetzt weg, Alter. Willst du auch irgendwie über Kacke reden oder was? Ja. Soll ich mal machen? Solche hast du jetzt, hast du sie ja schon runter. Ich find's einfach gerade voll witzig, wie du dich darüber aufregst. Du hättest mal deine Reaktion sehen sollen. Hm? Hm?
glaube, ich nehme die Damierfee. Das kann ich auch, das ist überhaupt so lustig, ich finde das voll eklig gerade, ja. Ich finde es ja auch eklig, aber ich finde einfach deine Reaktion darauf voll witzig, so. Mann, mach mal bitte jetzt die Kamera jetzt aus. Mach mal aus jetzt. Na gut. Dann mache ich das Klo auf und da ist das Ding drin. Alter. Da ist einfach so eine Riesenwurst mit Kotresten. Ey, ohne Scheiß, ne? Also ich verstehe auch viel Spaß so und ich bin irgendwie der letzte Typ, der irgendwie ausrastet. Aber das war auch selbst für mich zu viel. Einfach nur ekelhaft. Und Asima fand das ja irgendwie ganz lustig, dass meine Reaktion da so ein bisschen... Ja, so gewesen ist, wie sie nun mal gewesen ist. Ich fand das irgendwie überhaupt nicht lustig. Asima konnte sich da irgendwie kaputt lachen. Ich fand das irgendwie nicht so geil. Dann sind wir einkaufen gegangen. Und auf dem Weg dahin tut sie einfach so, als wäre nichts. So, für mich war das schon Genugtuung, dass ich da so einen riesen Haufen in meiner Toilette habe. Und man geht ja auch gar nicht davon aus, dass... ich meine, klar, man weiß, Frauen, Männer gehen auf Klo. Das ist ja das Normalste der Welt. Aber wenn man manchmal so sieht, was eine Frau... was so eine Frau auf Toilette anrichten kann. Das glaubt man manchmal so gar nicht. Also man stellt sich eine Frau, wenn man die Frauen so sieht, im Frauenabend, alle sind so ganz schick gemacht, dann geht man gar nicht davon aus, dass dann auf einmal so eine Riesenüberraschung einfach mal in der Toilette auf einen wartet. So. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war einmal gespült, aber ich habe die Scheiße da nicht sauber gemacht. Auf gar keinen Fall. Ich mache keine Scheiße weg, die nicht irgendwie von mir kommt. Und ja, dann sind wir einkaufen gegangen. Und war noch so ein bisschen traumatisiert von dem, was ich auf Toilette gesehen hatte. Und Asima hat das nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Sie hat das so auf die leichte Schulter genommen und fand das irgendwie so ganz lustig, dass da jemand wie ich kurz vorm Kotzen steht und sich darüber aufregt. Aber gut, das ist halt auch Asima, ne? Das ist, die sieht halt die Dinge amüsant, die ich nicht so lustig finde. Aber gut, alles klar. Ehrlich, der hat nur noch gefehlt, dass die ganze Scheiße da oben auf diesen, auf der Klobrille lag. Nur noch das hat gefehlt. Scheiße. Mann, ja, ich verstehe das. Nee, du verstehst es ja nicht. Du findest es ja irgendwie lustig, dass da Scheiße auf der Toilette ist. Nee, ich find's einfach nur. Ja, ist ja auch. Also, ich fand's einfach nur witzig in dem Moment, so, weißt du, was ich meine? Ja, im Kompelfaktor wäre das ja viel zu cash. Wie was bei Webset drin ist. Dreta! Der auf das. Ich hab keine Ahnung, was das war, ja. Vielleicht. Asima, ey, da sind so viele Leute von der Familie gewesen, Freunde und so, ja, gestern. Und
irgendeiner muss da gewesen sein. Die Scheiße kommt da nicht von sonst wo runter. Ja, ist ja auch, aber ich kenne das. Voll ranzig, Alter. So geht's ja auch manchmal. Und du redest irgendwas vom Einkauf, also ich hab den Geruch immer noch in der Nase. Und du redest da irgendwas von. Scheiße. Egal, man. Entweder man hat Empathie und du kannst dich in meine Situation versetzen. So, oder nicht. Ja doch, ich kann dich auch in deinen in deinem Dings. Mach weg, sagst du. Als wenn ich jetzt die Scheiße von jemand anderes wegmache. Hä? Junge, ich muss doch deine Scheiße auch wegmachen, wenn du das mal vergisst. Ich vergesse das aber nicht. Okay. Ich vergesse das nicht. Ja, ja. Vor allen Dingen, ja. Ich mache. Weißt du, wie oft du das vergisst? Dann sagst du, ich war ich das nicht. Ich vergesse das nicht, Mann. Naja, würde ich jetzt auch sagen. Und du vergisst immer. Also, ich vergesse es garantiert nicht, du vergisst das ab und zu. Nein, weißt du noch damals eigentlich in der Schule, auf der Toilette, wie es da aussah? Oh, ich vor allen Dingen auch bei den, ich glaube, bei den Mädchen sah es noch schlimmer aus als bei den Männern, ja? Ey, überleg mal, die haben auf den Klodeckel. Die haben auf den Klodeckel raufgeschissen. Und daneben auch noch. Hä? Dann da drauf und daneben. Mm. Weißt du, und dann tun sie so, als ob die keine Ahnung was wären mit Make-up und so. Ja, ja, aber eigentlich sind die von der Kultur her richtig ranzig. Na, ja. Einfach, was ist das überhaupt für ein Benehmen, Alter? Richtig, also richtig assig. Ich bin schon beim Reingehen, ich hab schon gemerkt, irgendwas ist anders so. Ja. Vor allem kommt der Sniff rein, Alter. Ja, ist schon eklig, ja. Bah. Alter. Der Sniff. Ich bin schon richtig krank gezogen, so. Eingezogen. Heiße Shasima, die gerne an irgendwelchen Toilettengerüchen gerne nochmal ins Nichts zieht. Warum sind wir überhaupt Teeland gefahren? Ja, du meintest doch. Ich hab voll vergessen. Soll ich hier rechts rein? Nee, wa? Nee, du wirst doch jetzt nicht über den Rasen hier fahren, Alter. Ja. Oder doch? Du bist keine so, Bullen. Bist du so ein Gangster? Hm. Hm. So habe ich meinen Führerschein gemacht. Und nachdem wir dann morgens mit dem Einkaufen fertig waren, musste ich dann tatsächlich noch arbeiten gehen. Und zu der Zeit habe ich im Callcenter gearbeitet, habe Kundenservice gemacht. Ich war in der technischen Störabteilung. Wir hatten uns ja so ein paar Bücher bestellt von erfolgreichen Speakern, von erfolgreichen Menschen, die teilweise in Dubai, in Amerika, aber auch in Deutschland leben. Die habe ich mir geholt. Ich habe die mit Asima durchgelesen. Und während ich im Callcenter gearbeitet habe, habe ich mir die Bücher durchgelesen. Und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr habe ich das in Frage gestellt, was ich eigentlich teilweise mache. Also was mache ich eigentlich gerade? Ist es der richtige Weg? Und in den Büchern stand eben auch viel drinnen, dass man eben die Träume, die man hat, man sollte sich die auf ein Papier aufschreiben, am besten dorthin stellen, am besten irgendwie vor dem Bett, dass wenn man morgens aufsteht, direkt auf seine Ziele guckt. Das hatte ich auch tatsächlich gemacht. Und nachdem ich die ganzen Bücher durch hatte und Asima sie sich die auch durchgelesen hat, haben wir natürlich auch abends ab und zu mal darüber gesprochen. Während wir Reality-Shows geguckt haben und wir während der Reality-Shows über alles Mögliche gequatscht haben, kam dann auch irgendwann mal das Thema eben auch Job. Aber das habe ich dann irgendwie immer so beiseite gelegt, weil ich meine, ich wollte, dass Asima sich Sorgen um mich macht. Ich wollte immer, dass Asima weiß, okay, mir geht's gut, ich bin stabil, ich gehe arbeiten, sie braucht sich um nichts Sorgen zu machen. Während wir uns diese Reality-Shows angeguckt haben, hat sie mir erzählt, worauf sie steht, worauf sie achtet bei mir. Und da habe ich ihr natürlich erzählt, worauf ich achte. Dann gab es natürlich immer viel Diskussion. Ne? Wenn man sich so eine Reality-Show anguckt, wo sich Paare, sage ich mal, auf zwei verschiedenen Inseln ihre Treue testen, dann gab es natürlich immer genug Gesprächsstoff. Dann hat man sich mal gefragt, ey, würdest du bei so einer Show mitmachen, würdest du nicht bei so einer Show mitmachen? Aber diese Themen, die wirklich... die ich ganz tief im Herzen hatte, die habe ich an den Abend dann nicht immer so gerne rausgeholt. Ich habe mir das immer aufgehoben, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dass ich mit Asima darüber spreche, weil es schon immer wieder vorkam, dass ich meine Jobs gewechselt habe, weil ich mich nicht so wirklich in diesen Jobs gesehen habe. Nachdem wir unsere Shows geguckt haben, Asima so langsam müde wurde, lagen wir dann irgendwann auch im Bett. An diesem Abend konnte ich nicht so wirklich schlafen. Das, was ich, sage ich mal, in den Büchern gelesen habe, hat überhaupt gar nicht mit dem zusammengepasst, was ich tatsächlich ausgeübt habe. Und ich habe mich, um ehrlich zu sein, auch nie im Callcenter gesehen. Ich habe das einfach gemacht, weil mir meine letzte Arbeit nicht gefallen hat. Also habe ich dort gekündigt und habe dann im Callcenter was angefangen. Und wir möchten ja irgendwie alle besser werden. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendeiner einen Rückschritt machen will. Jeder möchte ja in seinem Leben einen Fortschritt haben. Und so war das dann auch bei mir. Und
als ich dann gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht schlafen kann und ich jemanden brauche, mit dem ich über meine Ziele und über meine Wünsche reden kann, habe ich dann einfach so Asima, sage ich mal, ihren Schlaf kaputt gemacht, damit sie kurz aufsteht und mit mir über meine Wünsche und Ziele spricht. Ich weiß natürlich, dass so ein Schritt in die Selbstständigkeit ein ganz großer Schritt ist. Man muss sich da schon sicher sein, was man da tut. Also da gibt es dann auch keine Spielereien. Ich bin Familienvater. Ich musste gucken, dass wenn ich das mache, dass ich mit mehr Geld aus der ganzen Sache rausgehe, als das, was ich aktuell verdient habe. Also habe ich eben meine ganzen Pläne mit Asima geteilt und ich habe ihr eben auch gesagt, dass wir uns wirklich einen Masterplan machen müssen. Denn während wir unseren Plan gemacht haben, musste ich ja trotzdem weiter arbeiten gehen. Heißt, ich habe dann beispielsweise in der Frühschicht, wenn jetzt die Frühschicht um 7 begonnen hat oder um 6, das war immer unterschiedlich, dann musste ich praktisch um 14 Uhr, 15 Uhr nach Hause fahren und dann musste ich mit Asima zusammen an meinen Masterplan arbeiten. Man darf aber nicht vergessen, wir haben ja auch Kinder. Heißt, von der Kita abholen, essen, duschen, irgendwie beschäftigen und dann die Zeit, die wir haben, sich um den Masterplan kümmern. Und das ging dann wirklich so die ganze Zeit. Es wird hart. Also am Anfang, vor allem, wenn man das jetzt so separat, ich sag mal so, wenn wir das separat machen, ist es halt schon mal ganz gut, ne? Weil dann kannst du trotzdem noch ein bisschen arbeiten, dann kann man noch ein bisschen Geld zur Seite legen, so, weißt du, und ich kümmere mich halt um diesen ganzen Papierkram und so. Weißt du? Du darfst mich aber auch in meiner Arbeit nicht stören. Das musst du mir versprechen. Ja, natürlich. Zum Beispiel, ja? Zum Beispiel. Hm. Ich habe bis jetzt immer Songs gemacht. Jetzt kommt schon wieder diese Leier. Halt so. Ich hab bis jetzt immer Songs gemacht, die so familientauglich waren oder beziehungsweise die dir auch, die dich nicht gestört haben oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Aber es gab immer wieder so Momente, wo ich einfach mal Songs machen wollte, so die einfach so, die man eben so macht als Typ, ne? Mhm. Ich wollte schon immer so Tracks über Frauen machen, Tracks über Sex machen, Tracks, ich wollte schon immer so, oder irgendwie so ein Disco-Track, weißt du, was man auch in einer Bar sich anhören kann. Mhm. Das habe ich aber alles nicht gemacht, weil ich ganz genau weiß, wenn ich so einen Text schreibe, dann muss natürlich auch der Text dementsprechend passen, so. Und ich weiß, dass dir oder deiner Familie oder mir, meiner Familie das gar nicht passt. Naja, ich meine, kriegen wir auch schon irgendwie hin, oder? Das Thema, sag nicht immer, wir kriegen irgendwie, du musst mir versprechen, dass du mich in meinem Business nicht störst. Ja. Weil dann geht es nicht mal darum, dass ich irgendwie eine neue Arbeit anfange, sondern unser Fundament, was wir uns aufgebaut haben, haben wir zusammen aufgebaut. Und wenn dann einer von beiden abspringt, dann ist das kacke. Nö, naja, ich meine, sag ich mal, wenn man sich das aufbaut, ey, und alles klappt, dann ist ja auch wieder eine andere Sache, so, ne? Nein, du hast mich nicht verstanden. Ich erwarte von dir eigentlich nur, dass du mich meine Arbeit und meine Kunst einfach freien Lauf lässt, dass ich nicht, während ich irgendwie was schreibe, so denke, Asima könnte das stören oder so, weißt du, was ich meine? Ja, falsch. Ach so. Ja. Alles gut. Was heißt denn ja, Mann? Ich lass dich doch schon in Ruhe, Mann. Also mich stört es doch gar nicht so. Kannst ja ruhig deine Texte da schreiben, also. Sag mal. Ich mach den Beat. Ich geb dir den Beat vor. Sag mal, so. Und schaffst du einen Pengarn? Kann er mal Pause nach der Luft? Ja. Ich schwöre dir. Du verlierst. Ja, ich wollte gerade sein, mehr cool. Ah, nee. Ich wollte gerade sein, mehr cool, weil wenn wir das ganze Ding wirklich anfangen, so. Also, ja, was dann? Um sowas zu machen, muss man wirklich einen Plan haben. Man kann nicht einfach sagen, ja, ey, wir machen es mal heute. Nee, heute habe ich keinen Bock, das mache ich mal morgen. Da gibt sowas nicht. Wenn man selbstständig werden will, dann muss man wirklich ackern. Man muss wirklich sich einen Plan machen, dass man nicht irgendwie dann einen Monat oder zwei Monate da ohne Geld steht. Das ist scheiße. Und das kann ja passieren in der Selbstständigkeit. Das ist ja nichts Neues. Wie viele Menschen sind denn selbstständig und haben manchmal extrem, extrem scheiß Monate so? Klar kann das immer wieder passieren. Also man hat das ja nicht so hundertprozentig in der Hand. Es kann ja sein, dass dann irgendwas kommt. So. Und ich meine, wir hatten Corona, wir hatten alles Mögliche in der Zeit. Ich habe meine Sorgen, meine Nöte mit Asima geteilt und wie fast bei jedem anderen Thema war Asima natürlich wieder hundertprozentig am Start. Asima wusste, dass das natürlich ein Schritt ist, den sich nicht jeder wagen würde. Aber wir haben ja bisher auch irgendwie alles geschafft.
wir hatten natürlich nicht den perfekten Weg, aber wo gibt's denn den perfekten Weg? So. Und Asima und ich haben dann wirklich monatelang an unsere Pläne gesessen. Wir haben vieles ausprobiert, wir haben vieles rausgebracht. Wir haben aus diesen ganzen Plänen hat sich dann so ein Plan entwickelt, an dem wir uns wirklich festgehalten haben. Und dann hat das irgendwie auch funktioniert. So. Und Asima und ich haben wirklich immer das, was wir gemacht haben, mit Herz und Blut gemacht. Also da gab es jetzt irgendwie nicht so eine Sache, die wir so auf die leichte Schulter genommen haben. Wir haben die Dinge sehr gut produziert, wir haben unsere Pläne gut durchdacht. Natürlich kann man nicht immer alles vorhersehen, aber der Grundplan war eigentlich immer sehr gut gemacht und das war stabil, was wir gemacht haben. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich jetzt Papa bin und Asima Mutter ist, darf man immer nicht vergessen, dass man wirklich in so einem Alltag funktionieren muss. Und wenn man immer nur funktioniert als Mutter und als Vater, geht natürlich zwischen Mama und Papa vieles auch so ein bisschen flöten. Heißt, die Aufmerksamkeit der Frau gegenüber oder der Mann, der Frau, ne, dass man sich da so ein bisschen dann auseinanderlebt, das ist irgendwie dann so ein bisschen normal, weil man hat den Fokus auf Arbeit und auf die Kinder. Asima hatte eine richtig gute Idee und hat gesagt, wir könnten ja unsere Eltern fragen, ob sie für ein paar Stunden auf die Kinder aufpassen können. In dieser Zeit, wo die Kinder, sage ich mal, dann bei unseren Eltern sind, kann man auch mal Gespräche führen, die man so im Alltag nicht machen kann. Also wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, wenn jetzt zwei oder drei Kinder im Haus die ganze Zeit rumlaufen und mal muss der eine auf Toilette, dann muss man den anderen baden, dann muss der eine eventuell zum Arzt. Das sind alles so Sachen, die sind halt normal, aber die fressen halt auch viel Zeit. Und wenn man die Kinder, sage ich mal, nicht früh genug oder früh ins Bett bringt, und wenn die dann wirklich noch abends lange bleiben, dann wird die Beziehung zwischen Mann und Frau so ein bisschen auseinandergehen. Das ist leider so. Deswegen haben wir immer darauf geachtet, dass die Kinder sehr früh schlafen gehen. Also ich sag mal so 19 Uhr, 19.30, 20 Uhr, da sind die Kinder schlafen gegangen. Und dann hatten wir praktisch immer so 2 bis 3 Stunden Zeit für uns. Einfach, dass wir auch die Dinge miteinander bequatschen können, die so im Alltag einfach mal so flöten gehen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ab und zu auch die Kinder abgeben können bei unseren Eltern. Und in dieser Zeit sind wir dann entweder in ein Café gefahren, wir sind was trinken gegangen, sind eine Pfeife rauchen gegangen, haben uns vielleicht auch was zu essen bestellt, dass man einfach mal so ein bisschen aus diesem Alltag rauskommt. Ich glaube, für jemanden, der den ganzen Tag und die ganze Nacht nur mit Kind ist und die Kinder tatsächlich nirgendwo abgeben kann, der hat das natürlich ein bisschen schwieriger. Wir haben es Gott sei Dank ein bisschen leichter gehabt, weil wir wirklich Eltern haben, wo wir das abgeben konnten für ein paar Stunden. Und die Zeit haben wir genutzt, wir sind rausgekommen, man hat frische Luft geschnappt, man konnte wieder das machen, was man früher gemacht hat, bevor die Kinder noch nicht da waren. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wir sind Eltern und wir müssen auch einen gewissen Grad beibehalten. Also sich die Kante geben auf Jackie Cola, das funktioniert natürlich nicht. Aber man kann schon rauskommen, so man kann Spaß haben. Und das ist ja auch okay, so, das ist ja nichts Schlimmes. Aber man weiß auch, man trinkt, man isst, man bleibt draußen bis zu einer gewissen Uhrzeit und dann geht man irgendwann wieder nach Hause, weil man muss ja auch wieder Vater, man muss auch wieder Mutter sein. Also man muss da wirklich die Waage finden. Man muss als Elternteil im Kopf stabil sein. Das haben wir beide sehr gut gemacht. Meiner Meinung nach haben wir das bis heute sehr gut geschafft. Während wir uns zu Hause fertig gemacht haben, um rauszugehen, gab es da auch immer so kleine Diskussionen und ich habe dann immer so Asima auch so ein bisschen immer so angeeckt und immer so ein bisschen geärgert mit so ein paar Themen, weil Asima ist ja so 1,5 Jahre älter als ich. Dadurch, dass Asima ja auch Mutter ist, ist sie für mich immer so die Milf und ich bin immer so der Teenager, so der Milf so hinterher rennt. Wir machen da schon wirklich Spaß, ne? Und wir machen da so manchmal so, wir regen uns dann immer so künstlich auf, ne? Wir machen da immer viel Theater, aber am Ende des Tages lieben wir uns. Mit High Heels und weiß ich nicht, was die da alles anhat mit Schminke, dann finde ich die automatisch auch Hammer, ja. Also jetzt nicht so, aber voll sexy, ja. Kann man nicht sagen, nein. Und dann verstehe ich halt dann halt auch die Männer, weißt du. Und so ist es bei uns Frauen. Wenn wir einen Mann auf der Straße sehen oder egal, im Fernsehen, und der Mann wirklich, wirklich richtig gut aussieht, von oben bis unten, dann findet man den ja auch gut. Deswegen
können die Leute oder die Mädels immer sagen, nein, ich finde nur meinen Mann attraktiv. Alter, ja, du findest deinen Mann. Du liebst zwar nur deinen Mann, aber man findet auch andere Männer natürlich attraktiv. Ja, und das, und das sind ja halt, das ist ja halt bei den Frauen auch. Das verstehe ich ja. Ich verstehe dich doch das auch. Das habe ich doch gesagt. Das meine ich, weiß nicht, ich habe ja nichts dagegen, so, aber. Ha, genau das habe ich gerade gesagt. Aber dann sagst du, mein Charakter ist ja komisch. Mein Charakter ist ja komisch, wenn ich das sage. Dass die um die Hübsche so oder was weiß ich. Nein, ich meine. Deswegen sage ich das gar nicht mehr, nervt man nicht. Ach so. Mann, nein. Verstehe ich ja. Aber ich meine, ich. Keine Ahnung, ich mag das halt nicht. Auch nicht voll sozusagen. Sagst du doch. Ja, aber nur was du sagst. Sind wir hier im Wettrennen, Alter? Wer gibt jetzt den besseren Move? Wer gibt den besseren Spruch ab oder was? Ja. Zieh mal, Mann. Lass mal deine Filme, ja. Laberst du überhaupt? Mhm. Ich sag ja zum Beispiel zu dir auch, dass ich den und den zum Beispiel ganz gut finde, weißt du? Aber dann kommt er von deiner Ecke auf einmal, ja, dann geh leck ihn doch. So, weißt du, was ich meine? Aber geh leck ihn doch, wenn du ihn geil findest. Guck mal den an. Ja, siehst du, das Problem ist, du darfst und ich dann da, und dann, wenn ich was sage, nein, kommt von dir auch, geh leck nur, Junge, was redest du denn? Wenn du ihn geil findest, dann geh leck ihn doch. Guck mal den an. Geh leck ihn doch einfach. Ja, wenn es so einfach wäre. Na, ist so einfach. Einfach aufstehen und hingehen. Ich geh weg sogar. Ich geh weg und komm nie wieder. Dann tschüss. Komm, Mann. Nein, Mann. Aber so, okay, weißt du, was ich meine? Ja, hat, ist so. Hat dich das jetzt richtig mitgenommen, dass ich gesagt habe, geh leck ihn doch. Ja, ich höre, es hat mich mitgenommen. Na, dann sag doch nicht, ob eine Kacke, dann kommt doch keine Kacke von mir. Warum denn? Du sagst auch nur Scheiße. Baby, kurz und knapp. Wir haben eine gesunde Beziehung. Ja. Wir haben viel Stress. Stress ist gut. Stress hält diesen Dings richtig gut, also immer so die Waage zwischen uns, weil es darf nicht immer gut laufen, es muss auch Stress geben. So. Ja, ich weiß. Weil wenn es keinen Stress gibt und mir immer alles egal ist und es ist alles gut und alles perfekt und dann ist es komisch, Digga. Das kann nicht sein, dass alles perfekt ist. Okay. Und dann, weißt du, wenn man sich voll liebt, voll viel Stress hat, dann knallt es in der Kiste auch ganz gut. Und das ist eine Beziehung. Es muss auch mal Fetzen fliegen hier drin. Das ist meine Moral der Geschichte. So, wenn mich irgendjemand fragt, ey, ist das normal, dass man sich mit seiner Frau streitet? Ja. Ist es normal, dass man sich danach im Bett wieder verträgt? Ja. Und so ist das doch bei uns. Mhm. Hier, hast du noch ein T-Shirt, kannst du dran schnüffeln. Gib mir deine Hand, ich liebe dich. Bitte auch. Guck mal, meine Hand ist voll kalt, meine Füße sind auch schon voll kalt, ja. Ich liebe dich. Ja, ja. Aber nicht... Okay, ich verzeih dir. Ja, zum Thema Eifersucht. Eifersucht sollte man auf jeden Fall auch so ein bisschen dem Partner zeigen, aber auf so ein Level, dass der Partner das wieder sympathisch findet. Also wenn man mit so einem grimmigen Gesicht da die ganze durch die Straßen läuft und so die Frau dann so die aggressiv die Hand nimmt und ey, lauf mal mit mir zusammen, damit alle sehen, dass wir zusammen sind und wir zeigen jetzt der ganzen Welt, wie glücklich wir sind. Wenn man aber nicht glücklich ist, dann strahlt man das doch aus. Anhand von Mimik, Gestik, Laufstil und so eine künstlich erzeugte Liebe oder so eine künstlich erzeugte glückliche Partnerschaft, auf sowas stehe ich einfach nicht. Es gibt natürlich Menschen, die fallen halt sehr auf. Davon gibt es Frauen, davon gibt es Männer. Und manchmal sage ich halt einen Spruch, manchmal sage ich auch gar nichts. So. Und wenn ich auch nichts sage, weiß ja Asima, dass ich die Person gesehen habe, weil die läuft ja neben mir. Asima weiß halt, dass ich schon so auf Füße achte so. Und ja, Asima ist optisch für mich eine bildhübsche Frau. Sie ist halt genau mein Ding so. Und Asima hat ja über die Jahre auch sich diese ganzen Sachen wie Petiküre, Maniküre und High Heels und so, die achtet ja schon drauf. Und Asima kann das schon ganz gut. Aber wir leben halt in Berlin. Und in Berlin gibt es sehr viele Frauen, die diesen Trend nachgehen und schön ihre Füße da regelmäßig irgendwie machen. Und im Sommer fällt das halt auf. Also man sieht sofort so, welche Dame achtet extrem auf High Heels, welche Dame achtet nicht so drauf. Und Asima hasst es, wenn ich im Sommer einer anderen Frau auf die Füße gucke. So, das muss man sich vorstellen. Andere Frauen hassen es, wenn Männer anderen Frauen auf den Po gucken. Asima hasst es, wenn ich anderen Frauen auf die Füße gucke. Aber das sollte, glaube ich, nicht so das Problem sein. Dann ecken wir uns manchmal so ein bisschen an. Und Asima möchte sich dann so im Alltag bei mir rächen und dann wartet sie nur drauf, dass irgendein krasser, mieser Playboy irgendwie an uns vorbeiläuft oder irgendwann sagt sie, ey, guck mal, hast du den gesehen? Hast du gesehen, wie krass der war? Dann sage ich, ja, ich weiß, wie krass der war. Geh leck ihn doch. So, weißt du, dann haue ich den einfach so raus. Aber ich liebe doch meine Frau.
Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie wegen irgendeinem Typen, der an uns vorbeiläuft, oder an irgendeine Frau, die an uns vorbeigelaufen ist, dass ich mich jetzt mit meiner Frau den ganzen Tag und die ganze Nacht streite. Also ich kann behaupten, ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass ich niemanden nachahmen muss. Und ich kann behaupten, ich habe genug Selbstbewusstsein, dass ich mich mit meiner Frau nicht streiten muss, wegen irgendwelchen schönen Menschen, die im Alltag an uns vorbeigelaufen sind. Also ich würde mich niemals mit meiner Frau wegen irgendeiner oder irgendeinem wildfremden Menschen streiten. Weder für ein Instagram-Like, weder für irgendein TikTok-Like oder egal für was für ein Like. Das ist eine Social-Media-Welt. Dafür ist ja auch die App da. Die App ist ja da, um genutzt zu werden. Und ob jetzt Asima ein Like bei irgendjemandem macht oder ob ich ein Like bei irgendeinem Star mache, das ist doch scheißegal. So, ich würde mich darüber nie mit meiner Frau streiten, weil es einfach nichts zur Sache tut. Am Ende des Tages schlafen wir zusammen in einem Bett. Am Ende des Tages führen wir den Alltag zusammen. Wir haben zusammen Kinder. Wer, also welche Person kann jetzt das mit meiner Frau machen oder welche Frau kann das jetzt mit mir machen, was ich mit ihr mache? Geht nicht. Deswegen sage ich, ich besitze genug Selbstbewusstsein, dass ich mir keine Sorgen diesbezüglich machen muss. Und das kann ich auch jedem da draußen mitgeben. Macht euch nicht um Dinge Sorgen, die keinen Wert haben, meiner Meinung nach. So, man muss einfach verstehen, dass eine Social-Media-Welt auch eine Social-Media-Welt bleiben sollte. Wenn jemand online geht, keiner zeigt sich doch 100%, wie er wirklich ist. Ne? Ein falsches Grinsen kann jeder aufsetzen. So. Jeder kann in seiner virtuellen Welt sich so zeigen, wie man Bock hat. Aber das, was hinter verschlossenen Türen passiert, das ist doch wichtig. Und darauf habe ich meinen Fokus gelegt. Ich habe gesagt, ich möchte eine Beziehung führen, auch wenn ich arm sein sollte. Ich möchte wenigstens, dass die Person, mit der ich zusammen mich liebt, mich respektiert, mich so nimmt, wie ich bin. Und wenn wir zusammen was aufbauen können, ja, was gibt's denn Besseres, Alter? Was gibt's denn Besseres? Also man muss ja irgendwie auch mal so ein bisschen gucken, dass man im Leben zusammen glücklich wird. Nicht nur mit materiellen Dingen, nicht mit Geld. Aber wenn Geld natürlich eines Tages kommt und wenn man gut Geld verdient, dann ist es, sage ich mal, so die Kirsche auf der Torte, die man dann noch so raufgelegt hat. So muss man die Dinge sehen. Und ich kann definitiv sagen, ich bin glücklich. Hammer. Also, wenn ich so nach rechts und nach links gucke, was abgeht, bei so ein paar Bekannten, da läuft das nicht so gut. Deswegen, also, man muss schon gucken, dass man da irgendwie aufeinander kommt.